Es gibt tatsächlich zum ersten Mal überhaupt die Chance, dass Nutzerrechte in einer Urheberrechtsreform verbessert werden. Und das ist ja schon mal was. Es ist wahnsinnig schwer vorauszusehen, was am Ende von Reformvorschlägen denn übrig bleibt. Denn man kann nicht wirklich jetzt absehen, wie viel Lobbymacht da auf allen Seiten entwickelt wird. Ja? Aber ich glaube schon, dass die Chancen besser sind als je zuvor, dass am Ende dieser Reform mehr Nutzerrechte stehen als weniger. Die Kommission sagt von sich aus, wenn Sie Vorschläge haben, dann treten Sie doch an uns heran, sagen Sie uns, was Sie gerne wünschen. Und ich bin sogar bereit, den Vertretern der Kommission das bis zu einem gewissen Grad abzunehmen, dass sie das ernst meinen. Denn da arbeiten Menschen wie du und ich, ja, so will ich das mal nennen, die haben immer verschiedene Rollen in ihrem Leben. Auch die sind Nutzer des Internets, auch die stört es, wenn sie auf Reisen sind und zum Beispiel an einem bestimmten Ort können sie nicht ein Video sehen, das sie eigentlich gerne gucken wollen. Das heißt, die haben schon auch natürlich ganz normale Interessen. Ja? Das Problem scheint mir zu sein, dass diese Aufforderung natürlich ein bisschen ins Leere geht, wenn diese Interessen von großen Teilen der Bevölkerung einfach nicht artikuliert werden können, weil die Vertretung nicht stark genug ist. Es gibt NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, die eben sagen, wir vertreten Bürgerrechte, wir vertreten Nutzerrechte. Es sind wenige Organisationen mit wenigen Leuten, die da arbeiten. Und die Rechte der Urheberrechtsindustrien, um die mal so zu nennen, sind einfach viel stärker vertreten. In der Vergangenheit hat das dazu geführt, dass man sagen kann, ihre Rechte sind auch stärker berücksichtigt worden am Ende. Ob es diesmal der Fall sein wird, das wissen wir dann, wenn alles verabschiedet ist. Ja? Aber vielleicht klappt es diesmal ein bisschen besser. In dem Sinne, dass nicht nur die Rechte der Urheber und Verwerter, ich bin ja sehr für die Rechte der Urheber, muss ich dazu sagen. Die Urheber möchten ja gerne fairere Regeln für Vergütung ihrer Arbeit. Dafür trete ich voll ein. Ja. Aber gerade eben die Rechte der Intermediäre, also der großen Verlage und Musiklabels, Filmfirmen und so weiter, wenn die am Ende eben doch wieder über die Nutzerrechte und Urheberrechte gewinnen, dann ist was falsch gelaufen. Aber das weiß man immer erst, wenn das alles entschieden ist. Also ich muss da vorweg sagen, dass ich aus eigener Anschauung das gar nicht so gut kenne, weil ich nicht sehr viel in Brüssel bin und ich ja selber kein Aktivist bin in dieser Urheberrechtsfrage, sondern Beobachter. Aber was ich höre von den Beteiligten ist, dass sogar Vertreter der Kommission sich wünschen, dass Vertreter der Civil Society, der Zivilgesellschaft, sich stärker verbünden, stärker Koalitionen schmieden, um ein größeres Gewicht gegenüber der Kommission zu bekommen. Es ist eben genau so, es gibt in der Kommission Menschen, die möchten gerne, dass Nutzerrechte gestärkt werden, dass Urheberrechte gestärkt werden und dass nicht unbedingt die Rechte von internationalen Großunternehmen gestärkt werden. Aber das können sie auch nur, wenn auf sie ein Druck aufgebaut wird, mit dem sie dann argumentieren können. Und das muss uns eben noch besser gelingen oder muss den NGOs noch besser gelingen als in der Vergangenheit. Aber ich will das überhaupt nicht als Kritik verstanden wissen, weil es einfach eine Herkulesaufgabe ist. Und die meisten machen das eben, sagen wir mal, bis zur Selbstaufgabe. Das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber es ist schon so, dass natürlich viele, die für Nichtregierungsorganisationen arbeiten, die sich zum Beispiel als Ehrenamtler für solche Dinge einsetzen, ja, dass deren Möglichkeiten begrenzt sind gegenüber jemandem, einem sehr gut bezahlten Lobbyisten mit einem großen Spesen-Account, ja, der also ständig mit irgendwelchen Leuten schick essen gehen kann.